So, in der Vorrunde in Wattingen, die Gruppenphase ist vorbei, das erste Halbfinale steht fest. Zum einen der TSV Wattingen gegen den BCA Oberhausen. Hier bei mir Sandro Santa Maria und Thülü Vierat. Der spielende Torwart, der den Ball auch mal selber in den Winkel reinhämmert. Prognose zum Halbfinale? Ja, Prognose ist die, ich will wieder gegen FCA spielen. Die haben Glück gehabt, meiner Meinung nach, gegen uns. Und das heißt, wir müssen leider gewinnen. Also für die gegnerische Mannschaft, leider müssen wir gewinnen. Und ich hoffe, meine Mitspieler sind mindestens so heiß wie ich auf das Finale. Dass ihr heiß seid, habt ihr gezeigt. Eine Zeitstrafe nach der anderen, vielleicht die eine oder andere jetzt nicht berechtigt. Aber im Halbfinale müsst ihr euch doch zusammenreißen, weil sonst geht's in die Hose. Ja, das ging in die falsche Richtung, leider. Allerdings, es wird halt immer wieder besprochen, die jungen Spieler haben halt zu viel Temperament. Aber mein Gott, was soll man machen? Wir haben Glück gehabt, Höchstburg konnte es nicht ausnutzen, dass wir zweimal in Unterzahl waren. Und ja, wir haben die Kisten gemacht, ganz einfach. Gut, Sandro Santa Maria vom TSV Wattingen. Halbfinaleinzug jetzt gegen den BCA Oberhausen. Wie stehen eure Chancen? Wie siehst du die Chancen für euch? Unsere Chancen stehen, glaube ich, ganz gut. Ja, wir haben unser Ziel erreicht, Halbfinale in der eigenen Halle. Und jetzt, was alles kommt, ist Zugabe. Natürlich wollen wir gewinnen. Und vielleicht spielt der Oberhausen wieder so aggressiv. Und wir können es ein bisschen ausnutzen mit Zeitstrafen. Aber ich glaube, hier in der Halle geht es halt darum, Spaß zu haben. Und wenn wir das haben, Spaß und kicken, dann wird es ein schönes Halbfinale. Und der Bessere gewinnt und dann ist gut. Ja. Gut, dann schauen wir uns das erste Halbfinale mal an. TSV Wattingen gegen den BCA Oberhausen und schauen dann mal, wer ins Finale einzieht. Euch beiden viel Glück und danke fürs Interview. Danke.